Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon. Und wir sind ja natürlich jetzt gerade gegen Ninja-Junge Valentin am Antreten. Und erstmal machen wir sein Zuwort mal fertig, ey. Bitte, nerven. So. Mhm. Wir müssen gegen... Oh, jetzt noch ein kleines Kiebunkel. Jetzt können wir aber auch mal Erdbeben anwenden. Weil Scorpion ist ja schon ein One-Hitter mittlerweile. Vorahnung. Aha. Er ist erschaudert. Freut mich. Weil das Erdbeben macht dich fertig. Hättest du nicht gedacht, hä? Geh heulen. Golbat. Ich glaube, da wechsle ich mal. Luxtra. Oh, wir sind natürlich immer noch auf dem Weg nach Blitzer zum nächsten Ufer, zum Stärkeufer nämlich, weil Team Galactic anscheinend alle, also zumindest doch alle Pokémon, also Vesprit, Tobots und Selfe, die drei legendären Pokémon, entführt hat und natürlich es für ihre eigene Macht missbrauchen wollen, indem sie es, keine Ahnung, ein neues Universum erschaffen wollen. Und wir wollen das Ganze ja noch verhindern. Aber wir müssen erstmal nach Blitzach kommen zum Stärkeufer und das Problem ist einfach, es ist kein Ende in Sicht gerade. Weil nur Schnee, Schnee, Schnee. Hm. So, Funkensprung. Weiter so. Perfekt. 46 hat Luxtra erreicht. Wow. Muss man schon sagen. Wow. Ja, kleiner Valentin. Da bist du am Arsch, hä? Und jetzt komm her. Ich zeig dir die Techniken, die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. Immer diese Skilehrer, wo uns besser wissen, ey. Gibt's ja nicht. Die Fahrer Raimund setzt Schneebedeck ein. Boah, wenn das zum Rexblizzer wird. Butter. So, Kreuzschirm. So. Es ist Eispflanze, also nicht unmöglich zu besiegen. So. Der Pollo ist auch gleich 43. So. Alter, wie viel hat er von denen? Sagt jetzt nicht 4 Stück. Kreuzschere. Sehr effektiv. Und Skorgler bleibt auf jeden Fall drin. Wir müssen weiter kämpfen. So. Oh. So Schneebedeck eigentlich im Team zu haben, wäre auch cool, weil es zum Rexblizzard wird und es ist gegen Drachen-Pokémon sehr effektiv auf jeden Fall, die Eiszeit hier. Aber, ja. Ich würde irgendwie gerne noch einen Kaumalat oder so finden. Ein Entoron. Muss ich leider Luxtra reinschicken. So. Erwischt. Der Kampf ging schnell. Skifahrer Raimund wurde besiegt. Ich kann es nicht fassen. Meine Techniken haben versagt. Du gewinnst. So kriegen wir schön Cash, können uns Sachen holen, sind zufrieden. Und ihr seid arm. Und ich mache riesen Schneesprünge hier. So, das hier fällt. So, eins. Mikaela. Ne, bitte. Ping.
wird jetzt unfair für dich, aber mir egal. Egal. Aua! Hier los? Ach, ich dürfte jetzt erst anfangen. Mir hast meins auf die Nuss? Mich verarschen. Kann ja nicht sein. Kommt mir auf die Idee? Soll noch nicht mal im Arm Scorpion antun. Grüße Frau. Alter Schwede. Wow. Da durchzukommen ist echt schwer. Wir haben gerade jetzt nicht weiter, weil der Schneesturm so heftig war. So, komm. Mach schnell. Ich habe keine Angst vor Ninjas, aber ich habe keinen Bock auf Ninjas. Und zu lange braucht, ne. Hide. Hier und Scorer. Okay. Ich glaube, das ist Erdbeben sehr effektiv. Mhm. Oh, es ist effektiv auf jeden Fall. Boom. Hagelsturm, Toxin. Ich muss hier raus mit ihm. Ja, da ist noch Toxin. Natürlich. Kehrtwende. Wieder zurück. Ich würde sagen, wir setzen Alpollo rein. So. Vollbart. Schaffst du? Was schaffst du? Finsterfall. Windschnitt kann gar nichts. Bürde. Boom. Weg mit dir. Get on my way. Impoleon ist bei 46, ey. Bin weder auf die eine noch auf die andere Art ein wirklicher Ninja. Finde ich schön, dass du es erkennst. Wenn du ein Ninja wärst, dann würdest du zu Hause bei deiner Mama sitzen. Hagelsturm. Super. Das ist meine Hütte, ey. Hier ist ja auch so schon die 10er, ey. Den Tilt, die Attacke Kratzer, die könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Okay. Und was haben wir hier? Kraxler. TM100. Ich finde einfach Kraxler hinterm Haus, ey. Das gibt's nicht. Na nun, du hast. Oh! Posttafel. Okay. Cool. Dann haben wir das hier auf jeden Fall gemacht. Hier haben wir noch die nächste. Oh, oh nein, verdammt. Ich hab was vergessen. Armer Skorkler. Meryl. Okay, kein Problem. Armer Skorkler. Leid. Kehrtwende. Juhu. Jetzt kommt Luxtra rein. Knuddler. Aua. Also ich muss ehrlich sagen, Knullen sieht anders aus. Sieht eher aus wie eine Vermöbelung. Armes Ding.
Punkten schrubben. Weiter so. Was schaffst du? So, und welches kommt jetzt? Impoleon 46. Super. Weißnebel. Nee. Brauchen wir gar nicht anfangen, ey. Pipi. Komm, bleib drin. So. Funkensprung. Los! Paralysiert. Bleib paralysiert. Erdanziehung. Aha. Okay. Okay. Hm. Bis. Dass wir jetzt endlich mal aus diesem Weg mal kommen, ey. Skifahrerin Annika. Oh, was war so? Wow. Es ist halt echt voll. Kann ich da meine Pokémon sein? Ein Bandsticker. Ein Sticker. Für Geistertacken. Ich habe schon eine Tafel dafür extra. Gegengift. Und Supertrank. Perfekt. So. Also. Jetzt erstmal gucken, ob der Typ hier gekämpft hat. Schon. Ich provoziere es auch noch, oder? Rüdiger! Mantelps. Geht nicht anders. Ich brauche jetzt schon wieder Lux-Teil. Das gibt's nicht. So. Kehrtwende. Nicht gedacht. So, Luxteil. Luftschnitt willst du setzen. Okay. Aua. So. Jetzt kriegst du erstmal einen Funkensprung. Mitten ins Gesicht. Kratz die Augen aus. So. Nibel. Da setzen wir, glaube ich. Na, komm. Ich war erst am Überlegen, Alpollo, aber Alpollo ist dagegen im Nachteil, im Endeffekt. So, jetzt nicht hier. Vor allem, ich will eigentlich hier schnell durchkommen, das heißt für mich so, hier One-Hit, weg. Weg mit dem Dreck. So, Kreuzschere. Was, Hochzucki? Hä? Dein Ernst? Hier? Hier bist du gekreuzigt. Rüdiger wurde besiegt. Ich glaube, wir sind nicht mehr auf der Hälfte des Weges, ey. Mhm. Wenigstens schön, dass sie nicht gegen uns kämpfen wollte, weil irgendwann wird es halt auch echt nervig. Und du willst auf jeden Fall kämpfen, das sehe ich jetzt schon. Dass dem auch nicht kalt ist. Barfüßig. Du blöd. Kollege, bist du blöd? So. Vor Ahnung. Erschaudert. Du weißt warum. Erdbeben.
Boom. Find halt den Sinn dahinter nicht, wenn man jetzt alles so versucht, den auszuweichen, ja. Musst du ja irgendwann, wenn du dann nochmal durch musst, weil du jetzt irgendwas wie ein Pokémon suchst oder so, gehst du ja sowieso wieder hin. Das ist dann auch wieder blöd, wenn du dann da stehst und dir denkst so, ach verdammt, warum habe ich den damals nicht bekämpft und so. Deswegen bekämpfe ich irgendwie lieber gern alle und bin dann froh, dass ich sie nicht mehr bekämpfen muss, sondern nur noch gegen Pokémon, wo ich suche, um meinen Pokédex vollzukriegen. Weil ich mir dann halt denke so, ah ja, okay, ich könnte jetzt noch ein bisschen trainieren, so vielleicht für Pokémon-Liga und allem. Finde ich dann eher effizient und effektiv halt so. Staraptor ist auch bald. Ah, ich habe bald alle auf 56. Auf 46. Nein, ich meine eigentlich jetzt gerade so viel wie. Im Endeffekt habe ich sie ja eigentlich bald alle auf 50, ey. Gibt's einfach nicht. So schnell leveln wir. Ich weiß noch nicht, ich habe angefangen, wir sind alle bei 30 gewesen. Jetzt sind sie alle bald bei 50. Normal. Also hier mit der Aufnahmesession. So, Surfer. Bitte hab keine Robustheit. Wenn nicht, geht's weg. Durch den Hagelsturm. Ja. Hagelsturm, mach den Rest bitte für mich. Mach irgendeine Attacke, wo von mir aus uns was macht, aber nichts. Ja, Tarnsteine. Siehste. Auch schön. Und Hagelsturm. Und Hagelsturm. Tschüss. Da konnte schlimmer. 46. Staraptor. Was gut, Koya. Gee. Oh, 217. Wohin komme ich hier? Oh. Du bist ja noch in der Ecke. Vielleicht endlich bald da. Astrainer Mareike setzt Roselia. Perfekt. Kreuzschere kreuz ich dich. In nominis patris, du wirst gekreuzigt. Wehe. Bitte zieh Schaden. Blitzer. Giftdorn. Och, ich glaub's doch einfach nicht. Jedes Mal dasselbe. Ich glaub's einfach nicht. Mein armes Gorgler, Mann. Wird die ganze Zeit vergiftet. Arme Vieh. Obwohl ich selber dann Staffel hab. Golking. Können wir sowieso wieder Luxa hier überlassen. Jetzt nur noch Blitzer. Ein Golking. Sollte so ein Fisch nicht eigentlich im Wasser sein? Und ich ja schon. Oh, 47 und 44. Ey, das gibt's doch nicht. Sag ja, wir haben die beide auf 50. Ja, das. Oh, Orkan. Gegen Orkan, was könnte man da am besten jetzt machen? Orkan hat 110. 110, 110, 90, 90. Ich glaube, weil Surfer ist halt flächendeckend. Ist es geiler, wenn wir das dagegen machen. Bin ich ehrlich. Alter, Orkan. Du bist ein Mensch. Natürlich bin ich ein Mensch. Und Sneebel! Sneebel! Cool! Kehrtwende. Bitte, mach's nicht kaputt.
Nein! Ich hab Sneebel aus Versehen besiegt. Ich wollte ein anderes dann einsetzen. Egal. Wir sind auf jeden Fall an diesem Limit dieser Folge schon angekommen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.